Hallo Freunde, heute hier in Hannover. Wir sind ja, wenn wir unterwegs sind, passieren immer die schärfsten Sachen. Und heute haben wir endlich zwei ganz, ganz tolle Menschen getroffen, die eine ganz, ganz große Geschichte zu erzählen haben. Das ist hier nicht irgendwie Freund und Freundin, nee, das ist Papa und Tochter. Und vielleicht erzählt ihr mal selber eure Story. Ja, ich kann dazu sagen, das ist Sabrina, meine Tochter. Ich war irgendwann mit ihrer Mama mal zusammen, ist 23 Jahre her, da ist sie irgendwann in die USA. Ich wusste zwar von ihr, habe halt gedacht, sie wäre für immer in Amerika. Wahnsinn. Dann habe ich mich irgendwann mal bei Facebook angemeldet, ganz spontan. Dann hat man mich angeschrieben und sagte, du, da gibt es ein Mädel, was dich angeblich kennt und sagt, sie wäre eventuell deine Tochter. Ich war natürlich total perplex, wusste überhaupt nicht, was Sache war. Und habe dann gesagt, okay, stell den Kontakt her, ich schreibe sie an, wir haben uns angeschrieben. Und die ganze Geschichte ging dann über Haudegen, wo ich erstmal gar nichts mit zu tun hatte und überhaupt nicht wusste, was das ist. Aber wie gesagt, über diese Gruppe habe ich sie dann nach 23 Jahren wieder getroffen. Ich war absolut begeistert, total geil. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, toi toi toi, Haudegen, ich bin euer Fan. Wahnsinn. Geil, Mann. Sabrina, erzähl mal, wie war das für dich? Ja, es war an für sich komisch. Ich wusste zwar, wie mein Papa heißt, wo er herkommt, und hatte eben Kathleen und Micha, die auch in der Haudegen-Gruppe sind, und habe ich dazu mal, ja, ich weiß nicht warum, habe Kathleens Bilder angeguckt, und dann war eben die Verlinkung von dem Namen dort, und ich habe mich dann doch schon gewundert, habe Kathleen angeschrieben, habe sie ein bisschen erklärt, sie war natürlich total aus dem Häuschen, und 2 Minuten später war er eben online. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzuschreiben, ich habe gesagt, mach du. Ich habe den angeschrieben und es waren, glaube ich, die längsten 10 Minuten in meinem Leben bisher, weil ich die ganze Zeit vor dem PC saß und gewartet habe und gewartet. Und dann kam eben nur von Kathleen die Nachricht zurück, ja, dein Papa wartet auf dich, schreib mal. Und es hat keinen Monat, einen Monat später haben sie mich dann abgeholt. Es war, ja, 28. April dieses Jahr, und da konnte ich also, ja, dank euch beiden oder dank Haudegen eben und dieser Family in Facebook eben zum ersten Mal nach 23 Jahren mein Papa in die Arme schießen. Wir wollen euch nur sagen, es ist wundervoll. Es ist so wundervoll. Es ist so wundervoll. Es ist so schön. Wir lieben euch. Dankeschön. Und wir lieben euch. Geil. Es ist wirklich eine wundervolle Geschichte. Und hiermit verewigen wir sie für uns vier. Schön. Toll, dass ihr damit auch zu uns gekommen seid und gesagt habt, Jungs, wir haben euch mal was zu erzählen. Danke. Ja, bleibt so reinen Herzens und schön, dass ihr euch wieder habt. Alles Gute okay, für euch. Okay, wir sagen zusammen, schön! Hannover hat sich gerade gemacht, war unglaublich. Aber wir möchten an dieser Stelle nochmal Detlef und Sabrina grüßen und sagen, wir sind... Ihr flasht. Ist ein unglaubliches Gefühl für uns, dass ihr sagt, ihr habt euch durch Haudegen wieder getroffen nach 23 Jahren. Ein wundervoller Abend für uns. Echt denkwürdig, ich glaube, sowas vergisst man nie. Ja. Schön, dass ihr alle da wart, Hannover. Wir hatten echt Spaß mit euch und nehmen euch mit weiter auf Tour. Schlicht und ergreifend 2011, Hannover, wir sind durch. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.